So ihr Lieben, ich bin jetzt im Zentrum Rigas angekommen und zwar wir gehen mit Kindern zu diesen großen Märkten, dahin in diese Gebäude. Da waren früher irgendwie Flugzeuge platziert und jetzt ist das ein riesiges Markt. Ich habe euch schon erzählt, Fisch, Fleisch, Käse und das möchte ich jetzt meinen Kindern zeigen und euch. Deswegen heute ein klein bisschen von Riga, wie heißt das nochmal, so ein Tour, Rumtour in Riga. Okay, let's do it. So, wir müssen jetzt erstmal da rein. Hier kann man Kleidung kaufen, aber wir erstmal gehen da rein. So sieht das aus. Bisschen anderes, als wir uns so gewöhnt haben. Und das ist extrem günstig hier, günstiger als im Geschäft. Also so nah Fleisch möchte ich euch nicht so zeigen, aber es sieht so gut aus. Und die Preise, Leute, 4 Euro, 5 Euro Kilo und richtig schöne Stücke. Das ist ganz viel hier von Bauer und ja, also auf jeden Fall lohnt sich hier vorbeizukommen. Guck mal, hier ist Hähnchen. Alles, was mit Geflügel zu tun ist, von bis. Ganz viele verschiedene Arten von Fleisch. Wurst, da, hier. Hier sind verschiedene Gewürze, die kann man auch malen, aber interessant schon. Verschiedene Nüsse, interessant. Ich habe so ein Hähnchengewürz gekauft, der heißt Paris, riecht ganz lecker. Da sind so nur natürliche Kräuter drin. Ohne irgendwelche Salze für Geflügel. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Hier sind verschiedene Wurst und das ist so lecker, Leute. Das ist ganz cool. Alles grüne Abteilung mit Kräuter. Wahnsinn. Eine schöne Zwiebel und alles so richtig frisch. Das ist Spinat. Mal 55 Cent, Wahnsinn, ne? So, ich habe jetzt mir solche Kräuter ausgesucht. Zwiebel, Dill und Petersilie. Und da sind Tomate. So. Sauerampfer, Leute. Für die Supermarkt. Du kannst hier selbstverständlich mit Karte bezahlen. Aber auch selbstverständlich nein. Das heißt, auf jeden Fall, wenn du möchtest einmal diese Markt besuchen, nimm genug Bargeld. Also Leute, ich bin schon so schwach. Guck dir das an, alles selbstgemachte Sachen. Aber was ist ganz toll? Moosbeeren. Wahnsinn. Guck dir das an, Hammer. Oh. Und jetzt haben meine Kinder sowas entdeckt. Guck mal, wie klein. Richtig süß und klein. Da gab's Kätzchen. Wahnsinn. Ja. Haus gemacht aus Holz. Kann ich diese Katze da? Sieh das an. Richtig cool, ey. So, guck mal. Das wird aus Ton gemacht. So süß. Wahnsinn. Süß. Verschiedene Sachen aus Leder, Füße, Schmuck. So lecker Abteilung sind wir gekommen. Das ist so eine Käseabteilung, Antipasti. Das ist so normal lecker, Leute. Ich zeige euch. So, guck mal, das ist alles so ganz große Auswahl an verschiedenen Antipastis. Hier sind die Preise. Frischkäse ist das oder was ist das? Süßigkeiten, also das ist Süßigkeiten. Ah, das ist nur. So, guck mal hier, das Brot, so verschiedene Füllung.
Eier, Fleisch. Das muss da richtig lecker sein. So, hier ist ganz viele verschiedene Käse. Richtig lecker. Wahnsinn. Da auch. Mal Lukas schimmelt. Hier kaufe ich gerade Schmand. Halbe Kilo in so einer Becher. Hier ist Quark. Andere Milchprodukte. Butter. Butter am Stück. Leute, guck mal, wie unnormal lecker ist diese Ecke. Also, und so schön mit dieser ganzen Pelle gemacht. Und dieses, kann man so süße Sachen kaufen. Oder sowas. Guck dir das an. So, so lecker. Ich muss ganz dringend hier raus, weil ich habe extrem schon viel ausgegeben. Da und hier, bisschen da und hier. Oh, Wahnsinn, das ist nur Honigabteilung. Der ist jetzt zu, weil die Frau ist auf Toilette gegangen. Das ist so, dass die mussten das ganze Geschäft zumachen, damit die auf Toilette gehen können. Praktisch, ne? Und dann steht hier, ich komme dann in 10 Minuten. Oder die schreiben Zeit. Guck mal, was ist das für Interessante? Extrem große Auswahl am Essen, Leute. Da gibt es sogar diese koreanische Dumpling. Die kann man so mit Teig, die gekocht essen. Gibt es Grillhähnchen. Ich bin bei Hähnchen immer so schwach, Leute. Also essen kann man hier genug auf jeden Fall. So, Leute, wir sind jetzt in Fischabteilung. Ja. Es ist lustig, ja. Also ich hätte Fisch zwar, aber nicht alles und nicht mit jedes Geruch komme ich, ja. Ich zeige euch jetzt mal. Hier sind so verschiedene Kaviararten. Von Lachs bis Forelle. Auch Lachs. Ja, das geht. Verschiedene Salzfische. Was ist das? Ganz, keine Ahnung, was das ist, was ein Fisch. Lachs. Oh, der ist so lecker, der ist so normal lecker. Wahnsinn. Leute, wie viele Fische, guckt euch das an. Also schon echt viel. Auch verschiedene Meerprodukte, also und zwar solche grünen Algen. Alles, was Herz begehrt und alles, was Leute so, wenn die Fisch mögen, glaube, die sind hier sehr gut aufgehoben. Und Lettland ist dafür bekannt, dass wir so ein Fischland sind. Ja, Wahnsinn. Das ist jetzt Rohabteilung. Oh, Wahnsinn. So eins. Keine Ahnung. Das ist alles Rohabteilung. Karpfen. Ja. Schätze, du machst doch Sushi oder nein? Ha? Ja, Wahnsinn, Leute. Alles voll mit Fisch. Wirklich. Weil, weiß ich nicht, alles, was du möchtest haben, gibt es hier schon heftig. So, ihr Lieben, ich bin jetzt endlich raus. Da sind ganz viele Möwen. Die schreien da so rum. Also, es ist echt toll gewesen. Also, wenn man zu Besuch ist in Lettland, möchte was Besonderes sehen, das ist schon sehr interessant. Ne? Also, okay, Fischabteilung war nicht so ganz unsere Abteilung. Wir lieben Fisch, aber dieser Geruch ist natürlich extrem heftig. So. Und heute ist echt wunderschönes Wetter bei uns, 20 Grad circa. Und jetzt müssen wir wieder zurück zum Bus. Übrigens mit Auto fahren hier ins Zentrum nicht so gut. Und besser mit Bus oder so, weil es ist mit Parken ganz schwierig hier. Deswegen, ja. Dass ihr wisst Bescheid, ne, ihr wisst dann Bescheid, ne?